Hallo, ich bin's, der Emil. Ich melde mich jetzt nach mehreren Wochen Abstinenz auf diesen und auch auf meinen Channel endlich auch mal wieder. Ich hatte halt ein bisschen viel zu tun gehabt, aber ich hoffe, jetzt wird's wieder besser, wenn wir sehen. ja, bevor wir halt zum Thema der Woche kommen, wollte ich noch was sagen. Wir heute und gestern und den Tag davor war ja in Köln der CSD. Und wir haben uns auch getroffen von Mr. Sinclair. Also heute richtig, gestern habe ich auch ein paar gesehen, haben auch ein paar Videos gemacht und Fotos. Und da werde ich auch versuchen, ein schönes Video, sobald ich alles habe, zu schneiden, zu machen. Und ja, freut euch. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr auch da wart und uns gesehen habt, also uns wird das sicherlich freuen, wenn ihr uns grüßt oder so. Also letztes Jahr war ich ja auch dabei und bin mitgelaufen und da haben sich welche getroffen halt. Und ich fand das genial. Deswegen wird uns das, also wir freuen uns auf jeden Fall, falls ihr irgendwie selber merkt, ach, das sind die vom Channel. Wir freuen uns immer über solche Sachen. Okay, also das war jetzt so ein Thema. Deswegen habe ich auch so einen scheiß Sonnenbrand. Diese scheiß. Sieht aus wie ein Bein da, Bräune, ne? Also. Kacke, ey. Krieg ich das jetzt bloß so weg? Ich hatte kein Bein da an oder so, aber so ein Tanktop und jetzt. Ja, das war's. Thema der Woche ist Irrtümer. Trans-Irrtümer, genau. Was sind denn so Trans-Irrtümer? Das fällt mir natürlich nichts ein, ne? Trans-Irrtümer. Was ist denn Irrtümer? Vielleicht sowas ist damit gemeint. Ich habe mir die anderen Videos nicht angeschaut, aber vielleicht ist sowas damit gemeint, wie viele glauben, dass man, wenn man Testo nimmt, nicht mehr schwanger werden kann. Das ist ein Irrtum. Bam, bam, bam. Man kann trotz Testosteron schwanger werden. Solange man die Eierstöcke und die Gebärmutter noch hat, kann man schwanger werden. Denn ja, die werden zwar lahmgelegt, aber können ja auch noch aktiv sein. Ist ja bei jedem unterschiedlich, ne? Bei manchen hilft ja selbst Testo noch nicht mal, dass die rote Pest weggeht, ne? Und ja, deswegen. Das ist Irrtum Numero Uno. Irrtum Numero Dos. auch zu dem Thema. Also, was hat man heute gehabt? Also, wenn ich jetzt total falsch informiert bin, dann verbessert mich auf jeden Fall. Aber es geht darum, dass man die Histo nicht macht, aus dem Grund, falls irgendwie in 10 Jahren Krieg ausbrechen sollte, man halt dann kein Testo mehr kriegt. Also, aus diesem Grund halt keine Histo macht. Also, ich meine, gelesen zu haben, ich kann mich, wie gesagt, jetzt auch total irren, dass das nicht gewährleistet ist, dass, wenn man schon 10 Jahre Testosteron genommen hat, die Eierstöcke noch einwandfrei funktionieren. Also, ist durchaus der Fall. Ich glaube, wir haben das heute mal besprochen, da gab es irgendwie einen Fall von 8 oder 12 Jahren und da ging das trotzdem noch, dass die Eierstöcke funktioniert haben. Aber ich bin der Meinung, sage ich jetzt mal, ich bin der Meinung, sagen wir es mal so, drücken wir es mal so aus, dass es nicht sein muss. Also, dass es sein kann, dass halt dadurch, dass man halt jetzt 12 Jahre Testosteron genommen hat, dann die Eierstöcke einfach im Arsch sind. Einfach nur noch so krüppelige Dinger. Weil die werden ja auch kleiner, die verschrumpeln ja quasi. Und ich bin nicht der Meinung, dass es gewährleistet ist, dass sie dann nach 12 Jahren immer noch funktionieren. Deswegen finde ich, ja, so diese Begründung, deswegen halt die Eierstöcke, die Histo nicht machen zu lassen, schwach. Also man muss es ja nicht sofort machen, also man ist ja keine Eile, ne? So ist es ja nicht, solange es nicht stört, so. Also finde ich eher den Grund, halt kein Histo zu machen, weil man damit eh kein Problem hat, so finde ich besser als diese. Für mich ist es eher eine Ausrede zu sagen, so, falls man kein Test mehr geben sollte. Finde ich irgendwie nicht so sinnvoll. Aber egal, ist ja ein anderes Thema. ja, was gibt's denn noch für Irrtümer? Irrtum Numero 3 sind wir jetzt, ne? Oder Tres? Ich kann kein Spanisch.
dass der Transweg leicht ist. Okay, das ist vielleicht kein Irrtum. Ich glaube, keiner glaubt, dass das Trinken. Nicht-Trans-Leute denken vielleicht, dass das ja nur leicht ist. Es ist eigentlich nicht leicht. Ja. Okay, war kein Irrtum, ne? Oh Mann, das ist ein schwieriges Thema, Irrtümer. Hätte ich mich vielleicht besser auch vorbereitet. Es tut mir echt leid, aber es ist schon spät und ich bin müde, ich muss schlafen. Transweg ist nicht leicht. Aber man muss sehr, sehr stark sein, sehr kämpferisch, wenn man den Transweg macht. Man muss nämlich immer wieder, vor allem am Anfang, immer wieder jedem sagen, dass man nun mal jetzt nicht mehr diese Maria oder so heißt und diese Lotte, sondern jetzt einen männlichen Namen hat. Sich immer wieder beweisen, dass man Mann ist und keine Frau. Also immer wieder. Und dass es halt nichts für schwache Leute ist, diesen Weg zu gehen. Okay, es gibt Leute, also ich kenne auch so einen, die noch nicht, die jetzt schon seit 10, 20 Jahren Testo haben, also nicht 10, also ich kenne einen erwachsenen Transmann, der noch bei seiner Mutter wohnt und ungeoutet ist bei seiner Mutter. Der hat einen Vollbart mittlerweile, ist keine Ahnung wie viele Jahre auf Testosteron, der hat aber die Mastek nicht machen lassen. Da denke ich mir auch nur, wie kann so ein, hat der Therapeut ihn, wie kann man so einen Menschen, also Testo und alles so einfach weilen lassen, ohne dass er sich überhaupt immer in sein Leben klarkommt. Aber egal. Ist auch wieder ein anderes Thema. Irgendwie kommt jemand vom Thema ab. Gut. Gut. Also ich lasse jetzt einfach mal hier jetzt bei den drei Punkten oder zwei Punkten, wie auch immer. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Emil. Ciao.